Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Wirtschaftspressekonferenz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin der Pressesprecher des Börsenvereins und ich freue mich, dass Sie hier im Saal sind und uns auch angeschlossen via Livestream. Das Buch In Zeiten von Corona haben wir diese Pressekonferenz übertitelt. Und auch diese Pressekonferenz steht im Zeichen der Pandemie. Sie hier im Saal hatten, glaube ich, noch nie so viel Platz wie bisher. Und uns waren auch noch nie so viele Journalistinnen und Journalisten und Menschen aus der Buchbranche via Livestream angeschlossen. Ich begrüße Sie alle, auf welchem Kanal auch immer Sie uns folgen. Ich darf Ihnen meinen Gesprächspartner und meine Gesprächspartnerin für heute vorstellen. Karin Schmidt-Friedrichs, sie ist seit Oktober die Vorsteherin des Börsenvereins und führt gemeinsam mit ihrem Mann den Verlag Hermann Schmidt in Mainz. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und links außen Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Ihn kennen Sie ja bereits. Guten Tag. Hallo. Das Coronavirus hat das ganze Wirtschaftsleben in Deutschland auf den Kopf gestellt und auch vor der Buchbranche nicht Halt gemacht. Und diese ist natürlich insofern auch besonders getroffen, weil es eine Branche ist, in der immer noch die Hälfte des Umsatzes im Laden vor Ort gemacht wird und auch eine Branche, die von Begegnungen lebt. Also von Lesereisen von Autorinnen und Autoren, Buchvorstellungen, Festivals und nicht zuletzt auch Messen. Wir wollen heute eine erste Zwischenbilanz ziehen. Wie hat die Buchbranche die Corona-Krise bis jetzt überstanden? Was sind die Perspektiven für die nächsten Monate und was brauchen Verlage und Buchhandlungen, um jetzt auch in Zukunft weiterhin stark zu sein? Dazu wollen wir Ihnen heute einige Zahlen und Einschätzungen präsentieren. Und wie gehabt, ist das auch immer der Punkt, wo wir auch Rückblick machen auf das Jahr 2019, wo zum ersten Mal die vollständigen Buchmarktzahlen des letzten Jahres vorliegen. Bevor wir starten, erlauben Sie mir noch ein paar kurze Anmerkungen. Wir werden jetzt zunächst im Gespräch die zentralen Zahlen vorstellen. Danach haben Sie aber die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und zwar sowohl Sie hier im Raum als auch alle, die uns per Livestream zugeschaltet sind. Unter www.börsenverein.de/buchmarkt finden Sie den Stream und darunter finden Sie eine Eingabemaske, wo Sie ganz unkompliziert Ihren Namen und Ihr Medium sowie einfach Ihre Frage eingeben können. Die laufen dann hier bei mir auf dem Rechner auf und wir werden Sie dann nachher in der Fragerunde genauso einfließen lassen wie die Fragen, die Sie hier vor Ort stellen. Ab 12 Uhr finden Sie dann auch auf dieser Seite börsenverein.de/buchmarkt alle Zahlen und Unterlagen zur heutigen Pressekonferenz. Wir verschicken auch unsere Pressemitteilung um 12 Uhr. Und last but not least, im August wieder die Ferienlektüre Buch und Buchhandel in Zahlen. Das ist unsere Zahlenbibel, die wie jedes Jahr auch erscheint, auch im Corona-Jahr, mit den wichtigsten Zahlen von 2019. Sie als Journalistinnen und Journalisten können bei uns natürlich ein kostenloses Presseexemplar bekommen. So, dann starten wir die heutige Pressekonferenz. Frau Schmidt-Friedrichs, wie stark hat denn Corona die Buchbranche getroffen? Es war ja gerade kurz nach der, also eigentlich vor der Absage der Leipziger Buchmesse, die wichtigste Frühjahrsmesse. Dann kamen die Ladenschließungen. Wie hat die Branche darauf reagiert? Ja, also ich glaube, es gab niemanden in der Branche und darüber hinaus, der nicht an diesem Freitag, den 13. März, als der Lockdown, der damals noch irgendwie gar keinen Namen hatte, verkündet wurde. Die Buchbranche hatte dann noch ein paar Tage, um irgendwo sich ins Homeoffice zu begeben, auf Verlagsseite, sich in Kurzarbeit zu begeben bei vielen Unternehmen und jetzt kommt die erste positive Nachricht, sich von einer Präsenzbuchhandlung in eine Versandbuchhandlung zu wandeln. Denn die Buchhandlungen haben in Rekordzeit, und da ziehe ich imaginär jetzt den Hut, sich darauf besonnen, wir haben die ganze Zeit Webshops. Das war vielleicht nicht in dem Maße bekannt, aber haben wir. Und wir können das. Und dann werden wir jetzt Versandbuchhändler. Das haben vor allem die Unabhängigen super gut gekonnt, weil Inhaber können über sich selbst entscheiden und das dann eben schnell umbauen. Netterweise haben die Kunden durchaus auch Bücher gehamstert. Also als das große Hamstern losging, waren unsere
Produkte mit auf der Wunschliste und wurden da auch abgearbeitet mit Freude. Nichtsdestotrotz, wir sind eine Branche mit extrem knappen Margen, mit viel Idealismus und wenig Geld. Von daher kam da auch existenzielle Bedrohung auf und existenzielle Ängste. Ich finde es trotzdem super, dass diese Ängste in Kraft und Kreativität umgewandelt wurden. Die Branche lebt ganz intensiv von Veranstaltungen, das haben Sie eben gesagt. Da wurde experimentiert und zwar wirklich auch im Trial and Error, also all das, was die digitale Welt von uns will, hat diese Branche getan. Plötzlich entdeckten sie Instagram und Facebook und Twitter und digitale Kanäle und zoomten mit ihren Stammkunden und nahmen Bestellungen per WhatsApp auf. Also das ist in kürzester Zeit gelungen. Es gab Lesungen, Diskussionen digital, in Klammern, die natürlich das physische Event nicht ersetzen. Sie ersetzen für Autorinnen und Autoren übrigens auch nicht die Honorare und für Buchhandlungen auch nicht in dem Maß 1:1 die Umsätze, wie man, wenn man einen Autor, eine Autorin live erlebt hat und das Buch signiert haben will, eben erreicht. Die Politik hat sehr, sehr schnell und, wie ich finde, sehr gut unterstützt und mit angepackt und dieser Branche einen großen Respekt gezollt. An der Stelle dafür ganz herzlichen Dank. Und irgendwann war ja die Schließung dann vorbei. Und dann wurde wieder sehr schnell reagiert und wieder rückum gebaut. Und dann hat vor allem der Handel etwas erlebt, was mich persönlich wahnsinnig freut, nämlich Kundenbindung. Also die Menschen kamen wieder, weil sie wiederkommen durften und weil sie das die ganze, also weil sie vielleicht in der Schließung auch erst recht gemerkt haben, wie sehr ihnen das fehlt, wenn es nicht da ist. Das sind so die wesentlichen Punkte, die ich beobachtet habe und die mir durch den Kopf gehen dazu. Ja, vielen Dank. Schauen wir uns doch jetzt mal die Zahlen an. Herr Skipis, wie hat sich denn der Buchhandel während der Schließung und seitdem entwickelt? Ja, vielen Dank. Die existenzielle Frage, von der eben die Rede war, können Sie jetzt an diesen Zahlen absehen. Wenn Sie auf das linke Diagramm schauen, da ist der Sortimentsbuchhandel abgebildet. Und der Sortimentsbuchhandel hat während der Schließung ein Minus von 65,7% gehabt. Da fragt man sich natürlich, warum waren es nicht 100%? Aber das war gerade die Findigkeit und diese Energie, die, von denen eben Karin Schmidt-Friedrichs gesprochen hat, die Buchhändlerinnen und Buchhändler freigesetzt haben. Das war eine Energie und Kreativität, die sofort umgeschaltet haben und sich überlegt haben, wie kann ich das Buch zu den Menschen bringen. Und das war eine ganz enorme Leistung, die da stattgefunden hat, denn die Umsätze, die damit erkauft worden sind, sind relativ teuer erkauft worden, weil zusätzliche Maßnahmen finanziert werden mussten. Fahrradkurier haben es ausgefahren. Die Bücher wurden zum Teil auf Tischen vor der Buchhandlung zur Abholung bereitgelegt. Das wurde übers Internet abgewickelt. Also es waren viele Ideen und Maßnahmen, die da getroffen worden sind. Und das hat dazu geführt, dass immerhin in Anführungsstrichen dann nur 65,7% Umsatzminus stattgefunden hat. Das mag sich im Moment noch nicht so dramatisch anhören, aber vor dem Hintergrund, dass wir in unserer Branche extrem niedrige Umsatzrenditen haben, also der Durchschnitt im Mittelstand liegt laut Aussage der KfW so ungefähr bei 7-8%, bei uns liegt er vielleicht so zwischen 0,5 und 2 und 3%. Das sind eben sehr geringe Umsatzrenditen, die dazu führen, dass wir auch wenig finanzielle Polster haben. Und deswegen ist es existenziell, was da stattgefunden hat, weil man sich dann natürlich sofort fragen musste, was mache ich eigentlich mit der nächsten Mietzahlung, mit der Zahlung meiner Angestellten oder Strom, Wasser, all das, was wir so kennen. Das hat die Branche extrem bewegt und das hat sie auch natürlich ziemlich tief beeindruckt. Auf der rechten Seite sehen Sie auf dem Chart alle Absatzwege, also links war nur der Sortimentsbuchhandel, rechts sind jetzt alle Absatzwege mit drin und da war das Minus immerhin während der Schließungszeit auch bei 46% gewesen. Die Buchbranche hat jetzt
mit diesen Maßnahmen, die Sie schon während der Schließung auch gezeigt, dass sie ein zuverlässiger Partner der Leserinnen und Leser ist. Denn die Buchbranche ist mehr getrieben davon, die Inhalte zu den Menschen zu bringen. Und das ist, sage ich mal, würde ich mal etwas pointiert sagen, ein Ethos, was in dieser Branche vorhanden ist, das sie auch unterscheidet von anderen Anbietern. Also beispielsweise die große Internetplattform mit dem A. Die haben nämlich sofort umgeschaltet, weil sie gesehen haben, mit Büchern können wir jetzt nicht mehr so viel verdienen. Das wird jetzt in der Priorität zurückgesetzt und dann wollen wir mehr Mehl und Toilettpapier oder sonst was verkaufen. Und es hat ja auch gezeigt, die Umsätze dieses Internetunternehmens sind ja gigantisch gewesen in dieser Krise. Also man kann sie auch als Krisengewinnler bezeichnen. Aber deswegen sage ich, unsere Branche ist der zuverlässige Partner für die Leserinnen und Leser. Auf dem nächsten Chart sehen Sie, wie wir uns dann begonnen haben, rauszuarbeiten aus diesem Tief. Auf der linken Seite ist es der Sortimentsbuchhandel. Wir sind sozusagen nach der Schließung mit einem insgesamten Minus, also über den Teil des Jahres, von minus 21,1% gestartet und haben uns jetzt bis zum Mai immerhin auf minus 17,5% hochgearbeitet. Parallel dazu auf der anderen Seite alle Absatzwege. Da war es von minus 14,9% jetzt in den Mai hinein auf 11,9%. Wir haben jetzt über Nacht noch die neuesten Zahlen von Juni bekommen. Die sehen Sie jetzt auf dem nächsten Chart. Und das ist ein durchaus erstmal erfreuliches Chart, denn da sehen Sie links Entwicklung gesamt, dass wir uns jetzt im Sortimentsbereich von vorige Seite 17,5% auf minus 13,9% hochgearbeitet haben. Und wenn man alle Absatzwege betrachtet, von 11,9 auf minus 8,3%. Der Juni war ein sehr guter Monat. Man darf allerdings nicht vergessen, dass im Juni auch ein Verkaufstag mehr war, sodass die Zahlen, die Sie in der Mitte im roten Kasten sehen, Umsatz von Sortimentsbuchhandel plus 6,8% und alle Vertriebswege von plus 12,3%, dass etwas relativiert werden muss. Wir rechnen so ungefähr mit 4% pro Verkaufstag. Das heißt also, da muss man noch ein bisschen was abziehen, um das in den Vergleich zu setzen vom letzten Jahr. Summa summarum aber, wir haben uns hochgearbeitet insgesamt in der Branche auf minus 8,3%. Das sieht ziemlich gut aus. Vor allen Dingen ist auch das Kinder- und Jugendbuch in diesem Bereich enorm erfolgreich gewesen mit zweistelligen Zuwachsraten von 24,8% bei Kinder- und Jugendbuch. Aber die Frage, die uns natürlich alle interessiert, wie geht es weiter? Und das weiß natürlich niemand. Und deswegen sind wir sehr vorsichtig in der Beurteilung, wie es weitergehen könnte. Wir rechnen damit, dass wir auf jeden Fall Ende des Jahres mit einem Minus abschließen werden. Wie groß das sein wird, wissen wir nicht. Und deshalb sind wir ganz besonders dankbar dafür, dass wir nicht nur in der Schließungszeit und der Wiedereröffnung eine riesige Unterstützung der Politik bekommen haben. Da danken wir der Bundesregierung, aber vor allen Dingen auch der Kulturstaatsministerin Grütters, die es durchaus verstanden hat, auch im Konzert der vielen Unternehmen, die jetzt Hilfe gebraucht haben, das Thema Kultur zu positionieren. Also das Thema Kultur hat nicht nur finanzielle Anerkennung bekommen, sondern dadurch auch inhaltliche Anerkennung. Und darauf sind wir als Buchbranche auch durchaus sehr stolz, weil man das honoriert, was wir gemacht haben. Und wir sind auch mit dem BKM jetzt in sehr guten Gesprächen darüber, wie mit dem Programm Neustart Kultur dieser Start jetzt auch in unserer Branche noch mit Unterstützung befördert werden kann. Einzelheiten werden in Kürze durch das BKM bekannt gegeben. Wir hoffen sehr, dass diese Gespräche, die wir führen, auch zum Erfolg führen. Vielen so viel Dank, dazu. Jetzt haben wir die Handelsseite gesehen. Wie geht es denn den Verlagen? Frau Schmidt-Friedrich, Sie sind selbst Verlegerin und der Börsenverein hat auch eine Umfrage unter Verlagen durchgeführt, wie sie durch die Corona-Krise gekommen sind. Können Sie uns sagen, welche Auswirkungen denn speziell die Krise auf Verlage hatte? Ja, Sie können sich vorstellen, Buchhandlungen, die geschlossen sind, die zwar hinter geschlossenen Türen durchaus aktiv sind, aber bei denen der Abverkauf nicht mehr funktioniert, die tun eins ganz sicher nicht, nämlich einkaufen.
oder zumindest nicht in dem Maß, sodass während der Schließung hochgerechnet auf alle Verlage nach dieser repräsentativen Umfrage, dass über 30% der Umsatz einbrach. Das ist schon echt ein Ding. Über den Zeitraum von Januar bis Mai waren das dann immerhin noch 14,5% minus. Das heißt, da kommt schon existenzielle Angst auf. Da kommt vor allem aber auch die Frage, was mache ich denn jetzt mit Titeln, die ich geplant habe? Also wo schiebe ich die, lasse ich die ganz weg, publiziere ich die digital? Da haben die Verlage unterschiedliche Strategien gefahren. Deutlich über 50% haben gesagt, ich verschiebe jetzt mal in den Herbst oder ins nächste Jahr, was wiederum auch für die Autorinnen und Autoren nochmal einen weiteren Verdienstausfall bedeutet. Noch schlimmer, 35,6% haben gesagt, wir streichen jetzt einfach Titel. Und was streicht man in einer solchen Situation? Nicht den nächsten Dan Brown, nicht den nächsten Fitzek, sondern unbekannte oder weniger bekannte Autorinnen und Autoren. Also das, wo die Verlage das größte Risiko eingehen, verständlicherweise aus Verlagssicht, aber natürlich für eine Branche, die von Innovation und von Neuentdeckungen ja lebt, auch wieder ein Drama, weil genau diese Nischentitel machen ja die Vielfalt aus und machen auch das aus, womit wir uns erneuern. Immerhin sagen 28,2%, die Corona-Krise hat keine Auswirkung auf unsere Programmplanung, eine Zahl, die ich ehrlich gesagt aus meinem Hörensagen kaum glauben kann, denn natürlich fehlt auch das Geld, um neue Titel zu machen, wenn man nicht die Abverkäufe hat. Vielen Dank. Ja, wo kommen wir denn eigentlich her vor Corona? Das Jahr 2019, wie sah es denn da aus, Herr Skibis? Können Sie uns da die zentralen Eckdaten des letzten Jahres berichten? Ja, gerne. Da würde ich zunächst erstmal das Augenmerk auf den Umsatz lenken. Der Umsatz im letzten Jahr 2019 schloss mit einem leichten Wachstum von 1,7% ab. Das ist für unsere Branche gut und zeigt auch einen sehr stabilen Buchmarkt. Und wenn wir das in der Zeitachse jetzt auf diesem Chart von 2004 angerechnet sehen, dann liegen wir nach wie vor 2,4% über dem Niveau von 2004. Also insofern eine Umsatzzahl, eine Umsatzkennzahl, die uns positiv stimmt. Allerdings hat das Jahr 2019 auch einen großen Wermutstropfen für uns, den Sie auf der nächsten Seite sehen. Es geht um die Käuferinnenentwicklung. Da haben wir ein Problem, das wir noch nicht ganz im Griff haben. Wir haben mit unserer Studie Quo Vadis vor 2 Jahren ziemlich schonungslos aufgedeckt, wie es auf dem Käufermarkt im Buchmarkt aussieht. Wir verlieren in den letzten Jahren kontinuierlich Buchkäuferinnen und Buchkäufer. Mit der Studie haben wir die Gründe ermittelt und steuern bereits dagegen. Wir arbeiten an einem Orientierungssystem für Käuferinnen und Käufer, das eine viel leichtere, emotional unter Motivgesichtspunkten gesteuerte Suche nach dem richtigen Buch ermöglicht. Das ist noch nicht auf dem Markt, aber es gibt schon Maßnahmen, die im Markt stattgefunden haben, mit denen man sich dagegen oder diese Entwicklung entgegenhält. Und das ist im vorletzten Jahr schon ein bisschen gelungen. Da hatten wir 300.000 Käuferinnen und Käufer mehr gewonnen. Wir haben jetzt im Jahr 2019 wieder Käuferinnen und Käufer verloren. Insofern sind wir sehr gespannt, wie wir das jetzt in diesem Jahr weiterentwickeln können. Wenn wir den Blick auf die Umsatzanteile nach Vertriebswegen richten, sehen wir, dass wir im Sortimentsbuchhandel oder mit dem Sortimentsbuchhandel nahezu die Hälfte der verkauften Bücher
realisieren. Also das heißt, der Sortimentsbuchhandel als Schaufenster des Buches hat immer noch eine riesige Rolle in unserem Land. Und das ist durchaus auch dem sehr filigranen Buchhandelsnetz in Deutschland, das weltweit vorbildlich ist, geschuldet. Denn Bücher müssen sichtbar sein, müssen vor Ort bei den Menschen sein. Man muss sie sehen können, man muss stöbern können, man muss die Beratung vom Buchhändler und von der Buchhändlerin haben. Und das ist für uns immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer großer Teil, Anteil am den Vertriebswegen macht der Internetbuchhandel mit 20% insgesamt. Und die anderen sehen Sie aufgetragen, Verlage im Direktgeschäft 21,2% und dann noch weitere Vertriebswege. Der Gesamtumsatz mit diesem Wachstum von 1,7% liegt bei rund 9,3 Milliarden Euro. Auf der nächsten Seite zeige ich Ihnen, wie es mit den Umsatzanteilen bei den Warengruppen aussieht. Und da sehen Sie, ich deutete das vorhin schon an, dass das Kinder- und Jugendbuch ein enormes Wachstum an den Tag legt. Also mit 4,6% in 19 ist das wieder der Wachstumstreiber bei uns in der Branche, dann gefolgt von Ratgeber und Sachbuch. Die Belletristik ist mit einem leichten Minus von 0,8 relativ stabil und macht natürlich auch den größten Anteil unserer Produkte aus. Auf dem nächsten Chart zeige ich Ihnen die Titelproduktionen, das sind die Neuerscheinungen, Erstauflagen jedes Jahr. Das waren im Jahr 2019 70.395. Die Zahl sinkt seit 2009 leicht. Das ist schwer zu spekulieren, woran das liegt. Es ist sicherlich auch eine Form von Konsolidierung, dass man sich sagt, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren auf die einzelne Buchproduktion. Aber das macht eben auch jetzt mit 70.000 neuen Titeln die Vielfalt in unserem Lande aus, auf die wir durchaus auch sehr stolz sind. Denn Vielfalt bedeutet ein sehr breites Angebot von sehr verschiedenen Titeln, unter denen dann durchaus einige Juwelen stecken, die dann in der Zukunft vielleicht noch sehr, sehr erfolgreich werden. Wie sieht es mit den Übersetzungen ins Deutsche aus? Also das ist sozusagen der Buchimport, den wir hier haben. Da sind wir bei 9.800 Titel im Jahr 2019 gewesen. Auch das ist eine Zahl, die über die Jahre relativ stabil ist. Der Export auf der nächsten Seite, also der Lizenzverkauf ins Ausland, liegt leicht darunter mit 7.747 Buchtiteln. Auch das ist eine relativ konstante Zahl über die Jahre hinweg gesehen, wenn man mal in 2009 sieht, wo wir von 6.278 gekommen sind. Und vielleicht noch als letztes die E-Book-Entwicklung. Das ist ja etwas, was uns schon in den letzten Jahren oft verblüfft hat und auch wir oft nachgefragt worden sind. Warum entwickelt sich das E-Book eigentlich nicht wesentlich schneller? Die Frage kann man nur sehr, sehr schwer beantworten, wenn man auf die anderen Märkte schaut, also zum Beispiel USA, aber eben auch die europäischen Märkte, sieht man ähnliche Entwicklungen. Allerdings in den USA war die E-Book-Entwicklung zunächst erstmal relativ hoch, da lag sie dann bei 20-25%. Das liegt aber daran, dass Amerika natürlich ein Flächenland ist, in dem die Versorgung mit Buchhandlung viel, viel geringer ist und sie zum Teil auch, wenn sie physisch bestellen, lange warten müssen auf ihr Buch. Und deshalb ist offensichtlich da das E-Book das Mittel der Wahl gewesen. Interessanterweise entwickelt sich dieser Umsatzanteil in den USA bereits stark zurück in den letzten Jahren. Bei uns liegt er nach wie vor jetzt bei 5%. Also wir haben eine ganz leichte Steigerung von 0,6%. Aber das sind Rundungsdifferenzen, deswegen weisen wir in 2019 auch 5% Anteil am Umsatz mit E-Büchern aus. Ganz offensichtlich scheinen die Menschen das Thema physisches Buch, Haptik, Geruch etc. besonders zu schätzen. Vielen Dank, Herr Stiepes. Nachdem wir jetzt die Zahlen betrachtet haben, würde ich gerne von Ihnen beiden noch eine Einschätzung hören. Frau Schmidt-Friedrichs, wenn wir jetzt sehen, was das Ergebnis 2019 war und wie die Branche nach Corona jetzt dasteht, welche Herausforderungen sind denn jetzt für die Branche noch zu meistern?
Und welche Chancen bieten sich vielleicht auch? Naja, das erste ist ein Umsatzminus, also die Kurve kletterte ja, wie Ihnen Alexander Skibis gezeigt hat. Es ist jetzt unser Job, gemeinsam die Kurve weiter klettern zu lassen, also aus dem Minus herauszukommen. Ich glaube, dazu bedarf es vor allem Mut und weiterer Kreativität und tatsächlich auch eines gewissen Hoffnungsimpulses. Dafür finde ich die Tatsache, dass wir die Frankfurter Buchmesse nicht abgesagt haben, ein wichtiges Signal. Es braucht wieder Events ums Buch. Die müssen nicht alle analog sein, aber sie dürfen auch wieder analog sein. Wir sollten nicht verlernen, was wir im Digitalen gelernt haben, sondern das ausbauen und wirklich dem Buch der Sommer ist normalerweise nicht ganz so buchstark, aber einen Trommelwirbel Herbst bescheren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wirklich die Aufmerksamkeit wieder zu kriegen und tatsächlich die Begegnung mit dem Buch. Gleichzeitig, das hat Herr Skibis auch kurz thematisiert, bleibt es unsere Aufgabe, wie findet die Leserin und der Leser das Buch seiner oder ihrer Wahl und Träume und impliziten und noch gar nicht bewussten Wünsche. Das ist nämlich unsere Aufgabe, das zu ahnen. Und die Aufgabe des Handels ist, so zu präsentieren, weil die Aufgabe des Kunden ist es nicht, sich das bewusst zu machen. Da sagte Herr Skibis, arbeiten wir dran. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage auch weiter eine Frage an die Politik. Deshalb freut es mich, dass Alexander Skibis hier ein vorsichtiges Signal aus Berlin schon thematisiert hat. Wir werden das bei der grundsätzlichen finanziell angespannten Situation wahrscheinlich nicht ganz alleine schaffen, sondern bedürfen da der Hilfe und der Unterstützung und wir bedürfen der Aufmerksamkeit der Medien. Insofern freut mich jede und jeder von Ihnen, der hier da ist, ganz immens, denn nur wenn Leserinnen und Leser daran erinnert werden, da war doch was und das ist doch eigentlich immer noch eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen. Dann schaffen wir Verlage und Buchhandlungen das mit der Energie, die wir bewiesen haben in dem Lockdown. Danke, Herr Skibis. Was benötigt die Branche aus Ihrer Sicht, um jetzt auch Chancen ergreifen zu können und stark weiterarbeiten zu können? Ja, die Not dieser Krise hat uns allen einen unglaublichen Schub gegeben. Und diesen Schub müssen wir erhalten. Und in diesem Schub haben wir aber auch gelernt, die Nähe zu den Kunden weiterzuentwickeln. Und deshalb denke ich, entwickeln sich auch die Zahlen im Moment so positiv, weil dieser Schub da ist. Das heißt, wir müssen diesen Schub unbedingt erhalten und dafür etwas tun. Und es hat auch gezeigt, diese Krise, dass das Buch nach wie vor in der Gesellschaft enorm fest verankert ist. Die Nachfrage nach dem Buch ist ganz offensichtlich da. Und das sieht man ja jetzt auch an der positiven Entwicklung. Also insofern haben wir nicht nur Schub, sondern auch Optimismus mit im Gepäck und erkennen jetzt auch die Chancen, die in dieser Krise liegen. Denn diese Krise wird die Gesellschaft verändern. Wie weit und inwieweit wissen wir nicht. Aber da unsere Branche ja den Auftrag hat oder den selbstgegebenen Auftrag hat, einen wesentlichen Beitrag für das Gelingen einer Gesellschaft zu leisten, sind wir jetzt gerade besonders gefordert. Jetzt geht es um die existenziellen Fragen, wie entwickeln sich unsere Systeme, wie entwickelt sich Globalisierung, wie entwickelt sich Umweltschutz, wie entwickelt sich ein Wirtschaftssystem, das wir Kapitalismus nennen, wie entwickeln sich die sozialen Verhältnisse weiter. Das ist im Grunde genommen ein riesiges Feld von einer Chance und von Chancen, da Beiträge zu leisten und ich gehe sicher davon aus, dass wir diesen Anspruch auch gerecht werden. Was wichtig ist, denke ich, sind dann, und jetzt komme ich mal auf so ein paar harte politische Themen, die wir immer wieder kommunizieren und an denen wir arbeiten, das ist die Wiederherstellung der Ausschüttung die Wiederherstellung der Beteiligung an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften. Das ist ein Punkt, der uns jetzt schon seit fast 4 Jahren umtreibt, nachdem es ein Urteil gab und diese Ausschüttungen danach nicht mehr möglich waren und die Politik uns aber gesagt hat, wir sind bei euch, das ist völlig richtig mit diesen Ausschüttungen, wir stellen das wieder her.
Und jetzt hat es sehr, sehr lang bisher gedauert. Wir sind immer noch nicht am Ziel. Jetzt geht es auf deutscher Ebene um die Umsetzung der DSM-Richtlinie, die auf europäischer Ebene verändert worden ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass nicht nur das Versprechen der Politik jetzt realisiert wird, sondern dass man den Schwung, den man jetzt aus der Krise mitgenommen hat, und das betrifft ja auch die Politik. Die Politik hat großartig in Windeseile gehandelt. Also nochmal großes Lob dafür. Und es wäre schön, wenn auch die Politik diesen Schub ein bisschen mitnimmt und die existenziellen Fragen für unsere Branche auch dann regelt. Denn der Verzicht auf die Ausschüttung jetzt über 4 Jahre bedeutet letztendlich für die Verlage natürlich angesichts der geringen Umsatzrenditen eine ganz enorme Einbuße. Also das ist ein Petitum und eine Forderung, die ich hier gerne noch einmal ganz deutlich sagen möchte. Und dann klang es schon an, die weitere Unterstützung für einen Neustart, da sind wir in guten Gesprächen, aber das werden wir unbedingt brauchen, damit diese Krise nicht, sag ich mal, tiefe Spuren in unserer Branche hinterlässt, was dann auch gleichbedeutend wäre mit einem kulturpolitischen Verlust. Deswegen denke ich, werden wir auch Erfolg haben in dieser Frage. Und ein letztes, das ist das Thema Sichtbarkeit des Buches. Ich muss vielleicht so formulieren, die Sichtbarkeit des Buches hat in den letzten Jahren, ist immer weniger geworden. Sie wissen das von den Zeitungen, die Bereiche der Feuilletons werden kleiner und die Plätze für das Buch werden dadurch auch kleiner. Und ich würde mir schon erhoffen, dass auch vor allen Dingen in den öffentlich-rechtlichen Medien, Rundfunkanstalten, das Buch wieder zu einem interessanten Produkt wird, über das berichtet wird, über das gesprochen wird, über das diskutiert wird. Denn nach wie vor ist das Buch ein zentrales Leitmedium in unserer Gesellschaft, das eben einen Beitrag für diese Gesellschaft leistet. Also das wäre ein Wunsch, den wir hier noch äußern würden. Vielen herzlichen Dank erst einmal an Sie beide für diese Vorstellung. Ja, wir haben genau Halbzeit, deswegen sind wir sehr gut in der Zeit und haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen ans Podium zu richten. Wenn Sie hier im Raum sind, können Sie sich gerne melden. Und ich bitte Sie dann, wenn ich Sie aufrufe, an das Mikrofon hier im Raum zu gehen. Damit verhindern wir, dass wir Ihnen alle auf die Pelle rücken müssen und Ihnen ein Mikrofon hinhalten. Alle, die unseren Livestream folgen, können Fragen eingeben. Es sind auch schon 2 Fragen eingegangen auf börsenverein.de/buchmarkt. Und auch wenn Sie uns bei Facebook folgen, wenn Sie eine Frage haben, bitte gehen Sie auf unsere Webseite und stellen Sie die dort. Dann laufen die nämlich alle an einer Stelle zusammen. In beiden Fällen sagen Sie bitte immer kurz, wer Sie sind und für welches Medium Sie arbeiten, von welcher Firma Sie sind, damit wir das gut einschätzen können. Dann richte ich jetzt erstmal die Frage hier in den Raum. Herr Giersberg von der FAZ war der Schnellste. Ich bitte Sie ans Mikrofon, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer im Livestream Sie hören können. Ja, ich habe mehrere Fragen. Ich würde mal anfangen, dieser gute Juni-Umsatz, der über dem des Vorjahres liegt, können Sie den irgendwie nochmal interpretieren? Woran liegt das? Ist das ein Nachholeffekt oder gab es irgendwelche Renner? Gab es, glaube ich, nicht. Und wenn der Juni jetzt so gut ist und Sie, Frau Schmidt-Friedrichs, haben, glaube ich, einen Trommelwirbel Herbst oder was gefordert für das Buch, warum verschieben dann die Verlage Neuerscheinungen ins nächste Jahr und warum kommt dann da kein Feuerwerk von Neuerscheinungen jetzt im Herbst? Sind das rein finanzielle Gründe, dass Sie sagen, wir trauen uns das im Moment nicht zu? Dann habe ich noch mal nur eine Verständnisfrage. Dieser E-Book-Anteil von 5%, bezieht der sich auf die 9 Milliarden, also auf alle Bücher, oder ist der nur auf Belletristik oder was? Also nur noch mal genau auf 5% von was das ist. Und dann habe ich noch mal eine Frage zur Buchmesse. Da gab es ja jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Chaos. Buchmesse und Musikmesse und zusammen und gemeinsame Veranstaltungen und sowas. Können Sie da vielleicht auch ein bisschen Aufklärung treiben, wie die Buchmesse künftig aussehen soll? Mhm. Verlagen vielleicht anfangen? Genau, Frau Schmidt-Friedrichs, gerne. Eher mein Part. War also erstens die Entscheidung zum Verschieben von Titeln
ist natürlich getroffen worden, bevor dieser Juni kam. Jetzt müssen wir wahrscheinlich unterscheiden in die kleinen inhabergeführten Verlage. Es gibt ja auch auf der Verlagsseite diese extreme Spreizung zwischen großen Konzernunternehmen und kleinen Sportbooten, nenne ich die gerne. Wenn so eine Entscheidung mal getroffen ist, dann ist es nicht ganz so schnell machbar, die wieder zu revidieren. Dazu gehört zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, dass sie Materialien nicht bekommen, dass Druckereien nicht so funktionieren, weil die ja auch alle Corona-Schutzmaßnahmen und einen Lockdown hatten. Das ist so ein bisschen die Frage nach Spilled Milk. Ich verrate Ihnen jetzt eine Sache, weil ich das am besten weiß aus meinem Unternehmen. Wir haben, als klar war, jetzt dürfen die Buchhandlungen wieder öffnen, haben wir einen Titel vorgezogen. Dieser Titel läuft hervorragend. Die Entscheidung war richtig. Es war aber auch ein Titel, der zur Situation passte. Einen anderen Titel haben wir in den Herbst geschoben, weil wir uns nicht zutrauten, ihn im Handel, wo ja immer noch ein kumuliertes Minus angelaufen ist. Das heißt, immer noch Ware steht, also wo einfach keine Bücher in den Handel in dem Maß reinfließen. Insofern glaube ich, kann man das nicht für alle Verlage gleich beantworten. Und die Spontaneität ist eben vor allem auch auf Produzentenseite im Moment nicht in dem Maß da. Das heißt, wenn sie es einmal beschlossen haben, dann ist es ganz schön schwierig, den Motor wieder anzuwerfen. Und dazu kommt natürlich eine gewisse Erfahrung. In den ganzen letzten Jahren waren die Monate Juli und August, außer für Ferienlektüre am Strand, also bestimmte Taschenbücher, nicht gerade das Eldorado. Das heißt, man hätte es vielleicht Ende Mai schieben können, da hat man es noch nicht gewusst. Wenn es dann erstmal in den Juli rutscht, ist die Erfahrung der Verlage, grosso modo, macht das lieber nicht. Beantwortet es Ihre Frage? Herr Skibes, zum Juni wollte ich noch sagen, also den sollte man nicht überbewerten. Der Juni hat einen Verkaufstag mehr gehabt, also da können wir so ungefähr 4% von den Steigerungsraten abziehen. Dann wird es schon wieder etwas geringer. Und also nicht von den insgesamten, sondern nur von den Steigerungsraten im Juni. Das heißt also, er war trotzdem gut, der Juni. Und warum das so ist, ist eigentlich, also könnte ich nur spekulieren. Vielleicht ist ein Teil interessant. Reiseliteratur hat ja im Lockdown praktisch ist fast auf Null gefahren, -89%. Und das hat sich jetzt auch relativ schnell wieder erholt auf 31%. Möglicherweise hat das auch damit etwas zu tun. Aber wir haben ja in den letzten Monaten nach dem Lockdown schon immer sehr positive Zahlen gehabt. Also möglicherweise hat das auch etwas mit dem Schub zu tun, der jetzt sozusagen durch die ganze Branche gegangen ist. Aber das ist nur Spekulation. Vielleicht kurz zu Ihrer Frage zum E-Book-Anteil. Das bezieht sich nur auf den Publikumsbuchmarkt, also ohne Schul- und Fachbuch. Zur Frankfurter Buchmesse. Ja, Frau Schmidt-Friedrichs. Es wurde spekuliert und es wurde auch geschrieben. Und die Frankfurter Buchmesse ist jetzt hier persönlich in Person von Herrn Boos nicht vertreten. Ich kann Ihnen aus Vorstandssicht sagen, dass wir die Buchmesse für stark, es ist die größte Buchmesse der Welt, dass sie jetzt im Corona-Jahr eine Sonderausgabe kriegt. Dafür kann die arme Buchmesse überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie zeigt Stärke, indem sie immerhin sich zutraut, stattzufinden. Und sie hat es überhaupt nicht nötig, also sie ist offen für Partnerschaften, aber sie hat es überhaupt nicht nötig, Partnerschaften einzugehen, die nicht wirklich strategisch eingefädelt sind. Und wie immer es zu diesen Informationen kam, wir halten die Buchmesse für einen ganz, ganz, ganz starken Organismus, der sich aus sich selbst heraus entwickelt, der jetzt versucht, eine riesige Messe ins Digitale noch mit zu übersetzen. Und die Buchmesse hat seit ganz langem mit Arts Plus ein Experimentallabor, da ist sie offen für alle möglichen Partnerschaften. Da hat sie auch mit Netflix kooperiert und um Filmrechte. Jedem Film liegt ja ein Drehbuch zugrunde und oft ist es tatsächlich ein verfilmter Buchstoff. Das hat es die ganze Zeit gegeben und die Spekulationen, dazu würde ich gerne weiter
nichts sagen, weil über Spekulationen zu reden, dann spekuliert man ja mit. Aber Alexander, vielleicht? Dem ist eigentlich so gut wie nichts mehr hinzuzufügen. Also solche Kooperationen wird es nicht geben. Das hat auch der Aufsichtsrat in seiner Sitzung ganz eindeutig bestätigt. Und das darf man allerdings nicht verwechseln mit der Frage, wir wissen, dass Medienformate mit der Digitalisierung vor allen Dingen und mit den Nutzergewohnheiten in ihren scharfen Abgrenzungen beginnen zu verschwimmen. Und daraus entstehen auch neue interessante Produkte. Und daran ist natürlich die Buchbranche sehr interessiert, weil diese Produkte alle mit einem Inhalt zu tun hat, für den wir stehen. Und deswegen laden wir über Arts Plus die Kreativen der benachbarten Branchen ein, mit uns gemeinsam daran darüber zu überlegen, wie sich das alles entwickeln wird. Aber das ist eben unter dem Dach der Frankfurter Buchmesse, weil wir diesen Inhalt letztendlich und für diesen Inhalt auch stehen. Vielen Dank. Ich würde eine Frage aus dem Chat einfließen lassen von Norbert Demuth von der KNA. Eine Frage zur existenziellen Bedrohung, von der wir sprechen. Wie viele Buchhandlungen in Deutschland haben die Schließungsphase nicht überlebt, in absoluten Zahlen oder prozentual? Herr Skippes. Das können wir noch nicht sagen. Da muss ich Sie leider auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten. Bislang sind ganz geringfügige Schließungen aufgrund dieser Corona-Krise erfolgt. Also geringfügig, würde ich sagen, ist kleiner 10. In Stückzahlen. Bitte schön, gehen Sie gerne ans Mikrofon. Ich habe eine Verständnisfrage. Sie unterscheiden zwischen Sortimentsbuchhandel und Internetbuchhandlung. Da gibt es doch wahrscheinlich Überschneidungen. Kann man einen Anteil von dem Internetbuchhandlung dem Sortimentsbuchhandel zuschlagen? Vielleicht können Sie das mal erläutern. Also der Anteil am Internetbuchhandel ist ja an den Vertriebswegen ungefähr 20%. Und wie viel davon der Internetbuchhandel der Buchhandlung ist, das wissen wir nicht. Das wird nicht erhoben. Aber es wäre sozusagen, Anteil müsste man ihm eigentlich zurechnen. Man weiß nur nicht, wie viel es ist. Ja. Okay. Die Pleitefrage wurde gerade schon beantwortet. Welche Auswirkungen hat denn die Mehrwertsteuersenkung? Wie setzt das der Buchhandel um? Wie setzen das die Verlage um? Dann haben Sie gesagt, Unterstützung, Neustart. Was verstehen Sie darunter? Und die letzte Frage wäre noch, Sie haben ja ausdrücklich die Politik gelobt für Ihre Maßnahmen. Das heißt, viele Buchhandlungen, Verlage haben zum Beispiel KfW-Kredite in Anspruch genommen oder was muss ich darunter verstehen? Also vielleicht fange ich mit der letzten Frage mal an. Das sind Zuschüsse gewesen für die buchhändlerischen Unternehmen, also sowohl Verlage wie auch Buchhandlungen. Und Zuschüsse sind einmalige Zuschüsse, ohne sie wieder zurückzahlen zu müssen. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, Kredite bei der KfW zu sehr günstigen Konditionen aufzunehmen. Das wurde auch teilweise in Anspruch genommen, ist aber das Problem logischerweise, dass Kredite zurückgezahlt werden müssen. Und die Situation habe ich Ihnen geschildert, dass die Umsatzrenditen so gering sind, dass da keine Finanzpolster sind. Und das Geschäft wird jetzt auch nicht alles nachgeholt. Das bedeutet also, einen Kredit kann man dann nur schwer zurückzahlen. Deswegen war das für uns besonders wichtig, dass es diese Zuschüsse gab, die eben nicht mehr zurückgezahlt werden mussten. Na, insgesamt meinen Sie jetzt, also die Frage war, wie hoch diese Zuschüsse insgesamt gewesen sind. Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Darf ich zur Mehrwertsteuer sagen, dass wir aus kartellrechtlichen Gründen dazu einige Fragen nicht beantworten können. Ich kann Ihnen meine Einschätzung sagen, dass ich nicht glaube, dass eine geringfügige Preissenkung bei Büchern wirklich einen Boost an Käufern auslöst. Das zeigt auch die Tatsache, dass die zwar geringere Zahl an Buchkäufern mehr Bücher und auch zu einem höheren Durchschnittspreis gekauft haben in dem letzten Jahr. Also das heißt, anscheinend sind unsere Bücher und unsere Inhalte den Menschen das auch wert. Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass wir zu völlig absurden wir haben ja den gebundenen Ladenpreis, gesetzlich gebundenen Ladenpreis. Das heißt, wir kämen nicht zu interessanten Marketingpreisen, sondern zu vollkommen absurden Ladenpreisen.
und auf sehr viele Verlage drucken auf die sogenannte U4, also auf die Rückseite des Buches, den Ladenpreis auf. Das heißt, dann gibt es nochmal Konfusion. Und das nächste ist, dass bei wie vielen Millionen lieferbaren Titeln? 2 Millionen lieferbaren Titeln die großen Zwischenbuchhändler wahrscheinlich ungefähr so lange bräuchten, um das umzupreisen, wie wir dann wieder bräuchten, um es wieder zurückzupreisen. Das heißt, in diesem Marktsegment ist die Mehrwertsteuersenkung schwer umzusetzen. Es gibt Unternehmen, die es machen und es gibt welche, die es nicht machen. Und wie viel das genau sind, selbst wenn wir es wüssten, dürften wir Ihnen, glaube ich, kartellrechtlich nicht verraten, sonst kommt der Justiziar des Börsenvereins und verpasst mir einen Maulkorb. Ja, genau, Neustadt Kultur, was da ungefähr darunter zu verstehen ist. Neustadt Kultur ist ja ein Programm, was die Kulturstaatsministerin erreicht hat. Und das ist ein Förderprogramm für den gesamten Kulturbereich, um jetzt wieder sozusagen in den Start zu kommen. Und da sind wir in Gesprächen damit, dass eben die Buchbranche entsprechende Unterstützung bekommt. Das könnte zum Beispiel so etwas sein wie, wir sprachen ja vorhin von verschobenen Titeln, Zuschüsse zu Produktionskosten, damit die Verlage wieder sozusagen in die Produktion kommen und für die Buchhandlungen Vergleichbares. Aber das ist alles noch nicht spruchreif und das wird die Kulturstaatsministerin jetzt in den nächsten Tagen kommunizieren. Vielen Dank. Bevor wir die nächste Frage hier aus dem Saal haben, über den Chat von Dieter Sürig, Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Wie hat sich das E-Book während des Shutdowns entwickelt? Das E-Book hat sich sehr stark entwickelt während des Shutdowns. Also in der Schließungszeit war es mit einem Plus von ungefähr 50%. Ist danach aber sofort wieder rückgependelt. Ja. Also das fand ich ganz interessant, dass es hochgeschossen ist. Und dann, als die Buchhandlungen wieder offen waren, anscheinend das physische Buch wieder gewonnen hat, oder? So ja, sehen die Zahlen aus. Es ist gleich wie dieser Ausschlag, ist sofort wieder zurückgegangen. Wir sind natürlich gespannt, wie das dann jetzt im Jahresverlauf weitergehen wird. Herr Jakubowski, bitte ans Mikrofon. Das schafft gleich ein bisschen Bewegung hier im Raum. Ja, Jakubowski für die ARD. Ich habe vorhin noch mal auf die Entwicklung dieses Jahres geguckt. Da sieht man ja, dass schon vor Corona die Umsätze zurückgegangen sind. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegt? Und dann beim Thema Bücherhamstern, 17. März, hat mir sehr gut gefallen, der Tag vor der Schließung, haben die Leute Bücher gekauft. Haben Sie da eine Erkenntnis, welche denn? Ratgeber oder eher Unterhaltung? Danke. Sie sagen, vor Corona sei es negativ gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt aus dem Chart 5, können Sie das mal gerade einblenden, abgelesen haben. Genau. Aus Seite 4. Wir klicken uns mal, nicht, dass Ihnen schwindelig wird, aber wir klicken uns mal zurück. Noch eins. Das ja. Meinten Sie das? Ja, da sehen Sie, das ist 21,1% KW1 bis 16 und da ist der Lockdown mit drin. Das heißt, der Gesamtbetrachtungszeitraum Januar bis KW 16 ist bei -21% und da der Lockdown da mit drin ist, ist der Lockdown dafür verantwortlich, dass das negativ ist. Und dann haben wir uns eben hochgearbeitet, wie ich gesagt habe, bis zu jetzt 8,3%. Was am 17. März los war, haben wir tatsächlich jetzt keine Erkenntnisse. Wir könnten es Ihnen nachreichen, wenn Sie möchten. Welche Art von Büchern war das, die Frage? Mhm. Ja, können wir aber nochmal nachreichen. Ich habe noch eine Frage, eine anonyme Frage. Da wollte jemand nicht sagen, wie er ist. Wie sieht es denn mit den Ausbildungsplätzen aus? Wie viele Azubis werden übernommen werden? Wie sieht der Stellenmarkt aus, jetzt im Hinblick auch auf das neue Ausbildungsjahr? Dazu kann ich keine konkreten Zahlen nennen, aber es gibt auch da von der Bundesregierung eine Ausbildungsprämie für Betriebe, die ausbilden weiterhin.
Aber die konkrete Antwort müssten wir nachliefern. Da müssen wir Frau Koltmann fragen. Also das letzte Jahr war sehr stark. Also der Buchmarkt, die Buchhandlungen und Verlage haben sehr viel ausgebildet, neue Stellen geschaffen. Und in diesem Jahr natürlich, wenn die finanzielle Situation schwierig wird, fragt man sich natürlich, kann man das weitermachen? Aber sowohl von der Bundesregierung als auch von uns vom Börsenverein haben wir sehr gute Hilfen auch angeboten, die jetzt auch sehr gut genutzt werden und auch genutzt werden können, sodass alle, die weiter ausbilden oder sogar noch ausbauen, tatsächlich mit guten Beträgen auch profitieren können. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das auch weiterhin gut aussehen wird. Vielleicht darf ich eine Sache ergänzen, gerne, einfach als vom Hörensagen. Also das ist nicht statistisch verbrieft, sondern das sind einfach die vielen Gespräche, die eine Vorsteherin, die ihren Job ernst nimmt, in der Zeit mit ihren Mitgliedern geführt hat. Auszubildende konnten ja nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Das heißt, sie hatten eine wahnsinnige Chance, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Und ich weiß von Gesprächen, wo mir Menschen sagten, die stehen dann mit ihrer Chefin oder ihrem Chef in der Buchhandlung und die machen dann den Instagram-Kanal und die zeigen, wie das Digitale funktioniert. Es ist ja oft so, dass wir heute die Alten von den Jungen, um das mal plakativ zu sagen, durchaus lernen. Also das heißt, was sie hatten, war eine wahnsinnige Chance, ihre Kompetenz zu zeigen. Von daher, das heißt leider wirtschaftlich noch nicht die Übernahmegarantie, aber es war eine Chance, eine große Sichtbarkeit, wenn wir das Thema hier als durchgängiges Thema haben, herzustellen. Aber die genauen Zahlen weiß ich natürlich auch nicht. Mhm. Gibt es auch noch nicht. Also das wird erst natürlich dieses laufende Jahr zeigen. Weitere Fragen hier im Saal oder auch gerne im Livestream? Nutzen Sie die Gelegenheit noch. Im Moment haben wir sozusagen im Chat alle Fragen beantwortet. Hier vor Ort meldet sich erstmal auch niemand. Ja. Dann ist das so. Dann haben wir alle Fragen vorerst beantwortet. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier da waren, auch unter Corona-Gesichtspunkten, unter den bestehenden Hygieneregeln. Es ist aber schön, auch Sie persönlich einmal wieder zu sehen. Und ich freue mich auch, dass Sie online bei uns waren und mit uns verfolgt haben. Besuchen Sie jetzt dann unsere Seite www.börsenverein.de/buchmarkt, wenn Sie nicht eh schon drauf sind. Da finden Sie jetzt in Kürze dann alle Unterlagen und weitere Informationen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss, auf Wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön.